So, ich gucke jetzt auf die Karte. Was gibt's hier? Staffel 2, Folge 3? Nein, können wir noch nicht machen. Gut. Petrohol. Dann schnappen wir uns mal unsere Karre und fahren mal darüber. Aber ich wusste nicht, dass es für dieses, für den Scheiß hier sogar eine Waffe gibt. So eine lustige Box gab's da. Habt ihr das gesehen? Wusste ich nicht, wenn man da quasi das Hauptmissionsding erfüllt. Ups. Ah, Schilde! Mein Auto ist kaputt. Sorry, liebe Aliens, ich muss weg. Mein Auto! Komm schon! Auto, 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 Auto! Auto? Gut. Ja, dann fahren wir mal weiter Nebenmissionen machen. Ah nee, Moment, ist ja keine Nebenmission, ist ja eine Episodenmission. Ist ja quasi so eine Art Hauptmission, weil ihr habt gesehen, da war tatsächlich eine Darstellerin aus der echten Serie zu sehen. Also sprich, die spielt ja so eine Olle, die immer so tut, als wäre sie ganz lieb und nett und in Wirklichkeit ist sie eine knallharte Bitch, die quasi, was weiß ich, die selbst vor ihrer eigenen Familie nicht Halt macht, um irgendwelchen Leuten was sozusagen, ja, heimzuzahlen quasi. Ich weiß gar nicht, in der Serie, weiß nicht, ob ich da spoiler, wenn ich da sage, dass sie da irgendjemandem was Böses angetan hat, aber so getan hat, als wäre sie nicht dafür verantwortlich. Und man denkt sich so, ah, du blöde Bitch. Ehrlich jetzt. Musste das sein? Au! Au, musste das sein. Kann ja wohl nicht angehen. Vielleicht finden wir auch eine Nebenmission auf dem Weg. Ich glaube aber eher nicht. Ich kürze mal ab hier über den Berg. Hüpp. Was war das denn? Wehe, da unten ist irgendwo. Au. Au. Au, au, au. Angels Fall Mine? Nein, der wollte nicht hin. Alter, jetzt hänge ich an so einer Kack-Mülltonne fest. Komm schon! Ups. Ups. Die Mission hier habe ich schon. Ups, ups. It wasn't me. Ja, ich war das nicht. Jetzt sah nur so aus. Alter, steht doch nicht auf der Straße rum. Ist doch klar, dass man da überfahren wird, wenn man nicht guckt. Oh. Wobei. Nee, Fahrplan sagt. Fahrplan. Fahrkarte. Fahrkarte? Was laber ich da für einen Scheiß? Mein lustiges Anzeigeding sagt, ich soll da links fahren. So. Und vor allen Dingen diesmal. Mir ist das ja echt aufgefallen. Bei einer Aufnahme habe ich tatsächlich das Mikrofon gemutet und es ist mir nicht aufgefallen und ich habe einfach weitergelabert. Dabei sehe ich doch auf dem Facecam-Monitor sehe ich mit einem kleinen Programm aktuelle Lautstärke 27%. Wenn ich da auf die Mute-Taste drücke, steht da 0% und das Programm färbt sich sogar von grün nach rot, wenn es gemutet ist. Aber nö, hat Vergangenheits-TPM nicht gemerkt. Na, zum Glück gab es noch Tonspur von der Facecam, aber die klingt halt immer ein bisschen blechern, weil hier ist ja so ein gewisses Echo drin. Und jetzt ist das noch schlimmer, weil jetzt die Kamera den Ton über die Lautsprecher, die links und rechts sind, auch noch mit aufzeichnet. Das heißt, das musste die Kamera ja echt tödlich sein, was hier gerade so an Sound zu hören ist. Deswegen bin ich froh, dass das Ganze... Ah, da hinten müssen wir hin. Dass das Ganze mit den Lautsprechern funktioniert. So, dann gehen wir mal hier. Staffel 2, Folge 2, Versteckspiel. Ein Kundschafter, der für Varys arbeitet, hat dich wegen der Frachtlieferung für die Terrors kontaktiert. 3500 XP gibt's dafür und irgendwie habe ich gerade Geld erhalten. Varys has more information for us about Stama's shipment. We need to meet his scout. Oh, Petrohol. Ja, warum ist der da hinten? Oh, und da ist wieder ein Archenfall. Toll, da sind wahrscheinlich die ganzen guten Spieler beim Archenfall. Und ich muss mich hier für Varys irgendwie um irgendwelche komischen Lieferungen kümmern. Blöder Penner. Kann er nicht selber auf seine Lieferung aufpassen?
Aber nö, ich bin hier Mädel für alles. So, gucken wir mal. Ja, ja, ist ja gut, Handy. Huch. So, Echelon-Söldner. You're Varys' Ark Hunter, right? Yep. They went south from here, based on the tracks. I'd come with you, but I'm not paid to get killed. Good hunting. What the fuck war das gerade? You met the scout? She should have the intel you need. And apparently, I need to pay her. Let me know as soon as you find anything. A lack of respect for the great lengths you go to for the House of Tor. I see why no one does business in the Bay without respect to Varys Veleptor. Mm-hmm. If I may ask, what happened to Daytac? He was a good businessman. Alak is the head of the house now. My husband's passions got the best of them. And what does this mean? I'm just a humble woman looking out for her family's interests. Sei vorsichtig. Okay. Starmar? Das ist die aus der Serie. Das war doch... Huch. Geh außenrum. Ja, geh außenrum. Ja, nee, ist klar. Also, da war ja auch Hossa. Da flog ein LKW. Okay, bin ich bald da? Oh nein, hier in den Docks. Okay. Mhm. Was? Rette die Dockarbeiter? Och nö, das will ich nicht. Ah, hier. Benutze den Empfänger. Sopp. The Raiders have another dock nearby. Someplace not on any map. We need more information. Schaff sie mir vom Hals! Echt jetzt, Leute? Ich kann euch jetzt gerade nicht gebrauchen. Ich muss mich hier um irgendwelche Sender kümmern. Blöd, wenn man sich kratzen muss. Ich muss da zum Sender. Tut mir leid. Au! Lass den Scheiß. Komm, lad nach. Also ehrlich, ich habe jetzt nicht wirklich viel Zeit. Ich könnte mich jetzt um so viele Archenfälle kümmern, wenn ihr nicht da wärt. Haut doch mal ab hier, Leute. Keine Ahnung, warum ich das jetzt mache. Alter, verpiss dich. Warum rette ich eigentlich den Dockarbeiter? Oh, jetzt, Leute, jetzt hör doch mal auf hier. Dreimal versuche ich... Oh, was liegt denn da? Schwarmkanone. Na gut, dann machen wir das hier. It's underground. Das wird schmerzhaft. There's a hidden grotto nearby where the Raiders hide high value shipments. Oh, vielen Dank, Mann. Now I can see the exact location. Okay, wo muss ich jetzt hin? Da hinten, 80 Meter. Vor allem, warum habe ich den Dockarbeiter gerettet? Muss ich doch gar nicht. Obwohl, wenn ich schon dabei bin? Nee, nee. So. Hier. Immerhin kann ich jetzt die Anlage benutzen, während hier eine Mission läuft. Ah, Mission abgeschlossen. Mhm. Mein Dabak, Hunter. You're the professional. You may launch your assault when you're ready. I'll just keep charming the Lady Tar. Ich mach das mit den Geiseln jetzt nur aus Spaß.
Außerdem, weil das Spiel gerade so flüssig läuft. Oh, er ist ins Wasser gefallen. Das tut mir aber leid. Ich weiß, da oben ist noch einer. Aber den erwische ich gerade nicht. Und er erwischt mich nicht. Was ist das? So, dann befreien wir den mal. Danke. So. Ich verschwinde jetzt von hier. Krieg ich ja schließlich XP für. Ich will jetzt endlich Level 1000 werden. Alter, hau ab. Hau ab. Ich will Level 1000 werden. Level 1000. Der tausendjährige Level. Was war denn das gerade? Ich war das nicht. Das war irgendwas Undefiniertes. Die Raiders haben Horseshoe Bay überrannt. Wir müssen die Hafenarbeiter in Sicherheit bringen und die Raiders ausschalten. Huch. Kann mir jemand helfen? So. Zack. Oh, ist ja lustig. Alle meine Kumpel, die Docks verlassen. Hier laufen Spieler rum. Die Raiders haben einen großen Kerl mitgebracht, der sich Hafenaufseher nennt. Wenn du ihn ausschaltest, werden sie alle abhauen. Irgendwo ist der Boss-Mob gespawnt. Ah, die Spieler sind auch weg, die hier rumliefen. Wahrscheinlich haben die auch Episode 2 gemacht. Ja, erledige die Raiders. Hier sind keine Raiders mehr. Ach, da hinten. Alter, wie kommt man denn da hin? Haben die das Dock umgebaut? Irgendwie sieht das hier so anders aus als sonst. So weitläufig irgendwie jetzt plötzlich. Hm. Das Update war irgendwie 600 MB groß, aber ich nehme nicht an, dass die da irgendwelche neuen Levels eingefügt haben oder sowas. Das weiß ich doch, dass da Raiders sind. Denkst du, was ich hier gerade mache? Ich kill die. Und vor allen Dingen nur beim Schnitt ist mir aufgefallen, dass die Olle, wenn ich nah ranzoome, so am Zittern ist. Da ist er. Trotzdem lege ich euch noch um. Sterbt! Abgeschlossen. 42 Abschüsse. Ein Key und 10.000 XP gibt's dafür. Wenn du so weitermachst, wirst du noch berühmt. Und eine Waffe, aber wir sind immer noch nicht Level Up. Unser lustiger Balken da unten hat sich immer noch nicht komplett gefühlt. Boah, gucken wir mal auf der Karte. Der nächste Staffel 2, verborgen vor aller Augen, ist da hinten. Das heißt, da laufen wir doch mal, beziehungsweise fahren wir hin. Oh, Petrohol. War das wirklich so klug, hier ein Auto zu nehmen? Ups. Nee. Also irgendjemand hat doch diese Docks hier umgebaut. Die waren doch vorher nicht so kompliziert zu befahren. Kann ja wohl nicht angehen. Vorher waren die doch wesentlich einfacher oder... Oder bin ich jetzt irgendwie... in falschen Docks quasi gewesen?